Oh mein Gott! Oh, Alter! Ja. Der greift an! Willst du denn aufhören? Hä? Willst du nie aufhören? Keine Ahnung. Oder wo? Was? In die Aue fahren. Ist eigentlich egal, fahr einfach irgendwo hin. Ja, Freunde, willkommen zurück. Wir haben uns gerade hier links zu essen geholt. Pommes Currywurst. Pommes Arschwurst. Ich wollte mal einen Döner haben, aber die hatten schon, eigentlich hatten wir schon geschlossen und wir haben jetzt einfach so Pommes Currywurst gemacht, nur eben schnell, das geht ja fix. War okay, aber ja, nichts Besonderes. Nichts Wildes. Besonderes. Also 4,50 Euro hat das gekostet, das war eher so. Ja, kannst du aber besser einen Döner von essen. Ja, jetzt auf jeden Fall 4,50 Euro besser einen Döner essen. Hast du so ein bisschen Salat dabei, ein bisschen Ballaststoff. Ja, auch so von der reinen Menge her, wenn jetzt darauf mal komplett scheißt, von der reinen Menge her, wäre das auf jeden Fall auch mehr gewesen, so vom Gewicht. Auf jeden Fall safe, gemacht. Klar, natürlich. So, dann testen wir jetzt nochmal die Lämpchen. Ich meine, mehr Licht kriegen wir nicht. Mehr Licht kann man nicht haben. Also. Nee, wir haben jetzt unsere P18 R Signature vorne auf dem E-Scooter geklebt. Für maximale Leuchtweite. Leider haben wir das auf ganz weit gestellt, was nicht so schlimm war. Und dann noch eine Kopflampe. Ja, ich habe noch eine Kopflampe hier am Kopf. Also wenn es jetzt immer noch nicht hell genug ist, dann weiß ich auch nicht. Also dann brauchen wir eine neue Kamera, aber eigentlich ist sie gut. Also ich sehe alles, Alter. Ich sehe dann extrem. Falls jemand fragt, yo, oh mein Gott, schon wieder ein Reh. Alter. Alter, jedes Mal die Rehe hier. Oh mein Gott, oh Alter, der greift an. Nein, Mann, das sind zwei. Guckt euch das an. Oh nein. Ich hoffe, die haben sich jetzt nicht verletzt. Sollen wir hier weiterfahren? Lass mal weiterfahren. Ich habe keinen Bock, dass wir die Rehe verschrecken. Haben wir schon getan. Ich sag mal, die Lampe ist hell. Ja, das sind Enten. Ja. Freunde, ihr fragt euch, was machen wir hier? Haben wir ein Thema vorbereitet? Nein, einfach nein. Nein. Das Format heißt ja E-Logs. Wir fahren, manche Leute machen so Videologs, da labern die einfach die ganze Zeit irgendeinen Bullshit. Wir machen das Gleiche, nur fahren mit dem E-Scooter durch die Gegend. Wir haben auch schon überlegt, ob wir einfach ein ASMR-Video daraus machen. Wer weiß. Ihr fragt euch bestimmt, yo, warum sind denn keine Lost Places mehr online? Die kommen noch. Allerdings haben wir im Umkreis von 100 Kilometern jedes Lost Place, was sich wirklich lohnt, abgefahren. Erstmal abklappert, ja. Das ist immer eine Menge Spritgeld, da hinzukommen. Daher können wir auch die Geschichte erzählen, wo wir zum Atomschutzbunker gefahren sind. Ja, warte kurz, bevor wir die erzählen, halt mal kurz an. Ich zieh mal mit dem Handschuh an. Ich habe die extra mitgenommen, die habe ich in der Tasche. Die zieh ich mal eben schnell an. Zieh die mal an, du Flasche. Hätten wir es gefilmt, wäre es auf jeden Fall lustiger geworden. Allerdings konnten wir es zu dem Zeitpunkt nicht filmen. Konnten wir nicht filmen, wir sind zu dem Bunker gegangen. Und kann man ja sehen, wir kamen nicht rein. Und sind dann natürlich wieder erstmal zum Auto zurück. Und in dem Augenblick, wo wir schon gerade zum Auto sind, war nicht weit. 20 Meter, 30 Meter war Auto noch weg? Ja, das schon, aber ich meine insgesamt, sind wir 200, 300 Meter bis zum Auto gelaufen. Ja. Und dann kam schon der erste Kastenwagen. Ja, erstmal Personalien aufgenommen. Dann kam der zweite Kastenwagen. Ja, brauchte noch Hilfe, haben die gefragt. Ja, dann kam der dritte Kastenwagen. Also wir standen da, wir sind ganz ruhig geblieben und die haben uns halt erstmal gefragt, was wir da gemacht haben. Und die meinten, die haben Kameras, die haben da alles genau gesehen. Da brauchen wir natürlich nicht lange drum rumlabern, die machen ja auch nur ihren Job. Da haben wir denen gesagt, ja, wir haben halt gehört, da ist ein Lost Place, so ein Bunker und den wollten wir uns einfach mal angucken. Wir wollten nichts kaputt machen, wir wollten nichts klauen. Dann kam der Typ an mit, das gibt Strafanzeige, bla 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 und so weiter und so fort. Habe ich mir erstmal gedacht und er auch, scheiße, ist wieder nichts geworden, Lost Place kann man nicht rein, jetzt kriegen wir noch eine Anzeige und sowas. Ja, dann fuhr der Spaß, er ist richtig lustig. Wir hatten ja vorgehabt, dieses Weltuntergangsvideo zu machen. Und eigentlich hatte ich geplant, dass wir in dem Bunker, ich meine, das ist ja klar, dass das so ein Spaß war, dass wir in dem Bunker eine Knarre finden. Also habe ich eine Schreckschusswaffe mitgenommen. So. Die habe ich nie dabei, nie. Ich finde sowas absolut unnötig, wenn man so durch die Gegend läuft. Aber fürs Video habe ich die halt mitgenommen. Nur für dieses Video, sonst habe ich die noch nie dabei gehabt. Und sonst kam auch noch nie Polizei. Ich meine schon, aber wir konnten abhauen. Und der Polizist sagt dann, Emanuel hat den Rucksack auf. Lassen Sie mich mal bitte einmal in den Rucksack schauen. Wir packen den Rucksack dahin, der packt alles aus, Drohne, alles. Und dann hat er ein Fach aufgemacht. Und ich sag, mit der Knarre drin. Und ich sag dann, bevor sie das jetzt aufmachen, weil ich hab mir gedacht, wenn der jetzt seine Waffe drin sieht, dann liegen wir gleich da mit dem Kopf auf dem Auto. Muss nicht sein. Da habe ich gesagt, ja, wir hatten das vor, da ist eine Schreckschussknarre drin, die ist nicht geladen.
die ist leer, die ist kaputt. Ich meine, die war nicht kaputt, die funktioniert noch. Da muss ich mir jetzt nicht sagen. Ich habe gesagt, die wollten wir nur für das Video mitnehmen, wir machen ja nichts kaputt. Ja, kam der an mit Waffengesetz und so weiter und so fort. Danach kam dann ein anderer Polizist und meinte noch so, yo, hat mich dann so genommen, sag ich mal. Also er hat mich jetzt nicht gepackt. Der meinte nur zu mir, wir gehen mal eben hoch zu dem Bunker. Du zeigst mir, wo ihr rein wolltet und ich gucke, ob ihr was kaputt gemacht habt. Und auf dem Weg zum Bunker hin kam schon ein anderer und hat gesagt, ich habe gerade geguckt, die haben da wirklich nichts kaputt gemacht. Und hat der Polizist gesagt, ja gut, dann brauchen wir auch keine Strafanzeige stellen. Das ist ja für alle nur Zeitverschwendung. Das Lustige ist, wir waren keine 10 Minuten da und innerhalb von den 10 Minuten, also mal Viertelstunde danach zum Auto hin, waren da schon 6 Polizisten. Ja, 6. Also, 6. Und jetzt langfahren, rechts oder links? Ich fahre noch einen Deich drauf und gucken, wie die Lampe so lampt. Naja, jedenfalls haben wir Glück gehabt, dass die Polizisten uns da haben laufen lassen. Da bin ich froh und dankbar drüber. Weil so eine Anzeige und auch mit der Knarre, das hätte ins Auge gehen können. Ich habe ein vernünftiges Video hingekriegt. Deswegen war das ziemlich deprimierend. Das ist übrigens, ich weiß nicht, ob ihr die Lichter wenigstens am Horizont erkennen könnt. Das ist übrigens Grafinsel, der größte Campingplatz in Europa, wenn ich mich nicht irre. War auf jeden Fall zweitgrößte, glaube ich. Keine Ahnung, auf jeden Fall stand da mal ein Schild, der größte Campingplatz in Europa. Ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, ob das so stimmt oder nicht. Da waren wir früher auch oft drauf. Da ist uns auch mal, das ist eigentlich Zeit für die Geschichte. Ach, nee. Nicht? Wir haben keinen Himmel. Also keine. Nein, 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 nicht die. Die ist zu krass. Die ist zu krass. Die kommt als Ultra-Special. Die ist zu heftig. Ich meine jetzt eine lustige Geschichte, die eigentlich, eigentlich sind wir Asi, dass wir darüber gelacht haben. Oh, ach so. Ich meine Karl-Heinz-Geschichte. Ja, ja, ich okay. Weiß schon. Ja, okay, lass mal, warum schieben wir eigentlich? Ja, stimmt. Okay, Freunde, wir waren, ich glaube, waren wir da schon betrunken? Ja, okay. Ich glaube schon. Wir waren gerade 16. Das war doch ziemlich früh am Morgen. Ja, das war auch wirklich früh am Morgen. Wir waren gerade 16, Sommerferien. Ich habe am 26.06.1993 Geburtstag. Da war kurz nach meinem 16. Geburtstag, wir haben uns Alkohol gekauft. Wir haben auch vorher nie Alkohol getrunken. Also viele trinken ja schon mit 14, 15 wenig. Wir haben einfach, als ich 16 wurde, haben wir die Schule geschwänzt an dem Tag, haben uns Bier gekauft. Damit hat das angefangen. Tatsächlich. Dann haben wir in den Sommerferien öfter mal abends einen getrunken. Ja, man ist jung, man ist dumm, dann macht man sowas. Ja, einfach mal ein bisschen so, ne, kennt er ja. So, und dann sind wir öfter mal hier auf Grafinsel gegangen, weil da ist ja mal öfter was los und im Sommer ist recht. Wir hatten halt den Plan, uns irgendwelche Weiber, Alter, guck mal die Augen von den Schafen. Boah. Wir hatten halt den Plan, uns irgendwelche Weiber zu klären. Kann ich ja jetzt so sagen. Ja. Spoiler-Alarm hat nicht funktioniert. Aber da waren noch... fast. Ja, da war, ja, fast. Da waren entweder nur so 10-Jährige oder so. Oder da waren welche, die waren einfach scheiße. Und keine Ahnung, ist auch egal. Jedenfalls ist da so ein Trecker und da ist so ein Typ, der heißt Karl-Heinz. Ein alter Mann, der fährt den Trecker. Der fährt immer von einer Stelle zur anderen Stelle und bringt die Camper immer durch die Gegend. Genau, da kannst du quasi hinten so draufsetzen. Und der hat so einen Boller, also nicht so ein Bollerwagen, so ein Planwagen ohne Plane. Also so ein Anhänger halt. Da sind so, ja, ein großer, da sind hinten so Bänke drauf. Da kannst du einfach aufsteigen, mitfahren. Kostet kein Geld, fährst einfach über Grafinsel spazieren so. Und da waren so kleine Kinder und da war auch so Musik und wir waren da drauf, voll besoffen. Die haben uns schon so komisch angeguckt, weil da waren nur so 8-Jährige oder so. Ja, das ist lächerlich. Ja, da waren nur so 8-Jährige und wir sitzen da drauf mit 16 Jahren, beide besoffen. Ich meine, wir haben keinen Stress gemacht oder so, aber war einfach komische Situation. Und du hast einfach diese Kindermusik die ganze Zeit und wir haben uns da die ganze Zeit so halb bepisst vor Lachen, weil wir übertrieben besoffen waren. Und dann war da so ein kleines Kind, das ist aufgestanden, hinten auf diesem... Das stand so, war so ganz hinten, also ganz hinten am Ende von dem Anhänger, ist aufgestanden und ist dann einfach so da runtergefallen. Und dann so, tock. Also, dann musst du so mal, also... Ja. Und dann hast du nur so ein kleines Kind gehört, das gerufen hat, Karl-Heinz, einer ist rausgefallen, Karl-Heinz. Das funktionieren kann, aber... Ja, schon, ich meine, also, das war asozial, also, wir darüber... Weil hart asozial, wir darüber gelacht haben. Ist die Volkswanderung, Leute. Aber das war auch nochmal lustig. Oh, Digga, die sehen alle verklatscht aus, ey. Aber ist das wie verklatscht aus, ne? Ja, das gab, was er gesagt hat. Und dann? Oha, Digga, einfach Stadionlicht.
Die war übertrieben dicht, ey. Die waren auf jeden Fall dicht. Die eine läuft so. Ich denke, guck, vielleicht habt ihr auch eine Kamera, habt dann für auch das. Egal. Naja, das war auf jeden Fall die Karl-Heinz-Geschichte. Wir haben uns kaputt gelacht und dann haben wir, das ist nicht lustig. Und das fanden wir dann noch lustiger. Da war das, dem Kind ist nichts passiert. Der ist einfach da runtergefallen. Wir haben uns kaputt gelacht, war asozial. Wir waren aber auch besoffen. Mittlerweile würden wir das nicht mehr machen. Guck mal, sein Boot an, Alter. Ja, schon ein Bötchen. Der hat sich gegönnt. Ja, war einfach mega witzig. Naja, das war die Karl-Heinz, einer ist rausgefallen Geschichte. Karl-Heinz, einer ist rausgefallen Geschichte. Sollen wir das Video einfach mal Karl-Heinz, einer ist rausgefallen nennen? Das war auch nur so lustig, weil die, das ist mal hier links, weil die, oder das andere Mädchen noch so, Karl-Heinz, einer ist rausgefallen, Karl-Heinz. Ja. Und dieser Karl-Heinz, der ist auch einfach noch so weitergefahren. Der ist weitergefahren, so ein paar hundert Meter. Dann will man auch lachen. Das Kind ist halt einfach so aufgestanden, ne? Der ist einfach so aufgestanden, ist einfach weggegangen. Also, die sind da so, stehen auf, als ob nichts wäre. Ja, so als ob das Absicht war. Und dann geht er einfach so in irgendeiner Richtung weg. Oh, das war unnormal lustig. Aber wie gesagt, da lacht man eigentlich nicht drüber. Das ist richtig wie so ein Stummfilm. Also. Ja, so tock und dann läuft er einfach weg, wie in so einem Comic oder so. Danach war erst recht vorbei, glaube ich. Ja, da war wirklich, da war komplett vorbei. Da war also, ne. Solche Geschichten so oft passiert, ne? Das ja, dann ist es ja. Wir haben eigentlich genug behinderte Storys zu erzählen und wir haben uns gedacht, am Anfang haben wir ja diese. Der baut, glaube ich, hier. Hä? Der baut, glaube ich, hier. Ja, musste ja auch. Ist ja jetzt. Ja, erst wollte er dann einen Strebergarten machen. Ja, da wird ja, glaube ich, nichts draus. Na, jedenfalls, wir haben ja am Anfang dieses, wo wir da an dem Eis rumgelaufen sind, das war auch geiler Hintergrund mit diesen, ich sag mal, Real-Life-Stories. Aber ich packe ja jetzt nicht unter Real-Life-Story, ne, wie einfach nur Karl-Heinz, einer ist rausgefallen. Fertig aus. Das gibt zwar weniger Views, aber interessiert mich nicht. Das ist einfach lustig. Naja, wie gesagt, wenn ihr mehr solche absolut dämlichen, aber trotzdem lustigen Stories hören wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Ja, wir haben jetzt, man muss ja immer so tun, als ob das erste Video ist, was die Leute sehen. Oh mein Gott. Wir haben uns heute für den B196 angemeldet. Das heißt, wir werden bald unsere 125er Motorräder haben. Mit 27 Jahren ist das nicht männlich. werden dann ein Jahr damit fahren und wenn es da Bock macht, machen wir A-Führerschein und kaufen uns, keine Ahnung, eine Kawasaki Ninja und fahren gegen Baum. Ich weiß es nicht. Das wird es dann noch zeigen. Aber einen Baum wickeln. Nein, so einen Scheiß machen wir nicht. Aber wir testen das ein Jahr. Wenn es da Bock macht, dann kaufen wir uns größere Motorräder. Und ja, dann kommen so richtige Moto-Vlogs und dann kann Kulevu einpacken. Jetzt die Frage. Der kann einpacken, weil er dann in Urlaub fährt. Von seinen YouTube-Einnahmen. No, Alter, kannst du mal. Ich fahre die ganze Zeit die Schlacht durch. Ist die Frage: Gefällt euch nachts besser oder tags? Mir gefällt das besser, wenn du deine Lampe ein bisschen nach oben machst. Ist halt abgesagt. Stimmt. Jetzt ist es ausgegangen. Ist wieder angegangen. Hier ist übrigens die Stelle, wo wir den Offroad-Test bei Regen im Winter gemacht haben. Jetzt ist kein Winter, es regnet nicht und es ist nachts. Ich geh pissen. Ich würde sagen, Freunde, das war die Karl-Heinz-Story. Wenn ihr weitere Storys hören wollt, dann abonniert uns dann und schreibt uns in die Kommentare. Wir wollen weitere Storys hören. Penner. Die haben uns noch nicht ausgedacht, das ist tatsächlich so passiert. War auf jeden Fall lustig. So, ich mach das Video jetzt an der Stelle aus und dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao. Ciao.